Ah, da kann ich das Ding machen. Großer Bruder. Och. Was macht ihr denn? Ich habe eine Mission zu erfüllen, Leute. Geht mir nicht auf die Eier. Straßenpoet. Ehrenamtlicher Mitarbeiter, den haben wir doch schon mal gehabt, oder? Meidet alle sozialen Netzwerke, 39 Personalberater. Was muss ich denn hier machen? Der große Bruder. I haven't been to Nikki since the funeral. Am I ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now, I'm afraid of the silence. Ach so, ist da gerade um die Ecke. Huch. Ich wollte eigentlich aussteigen. Systemschlüssel, Herstellungskomponenten für einmal Hack. Besitzt eine Massenzucht für Hunde, leidet an Kinetose. Führer Rowdy. War gerade irgendwas blau? So, gleich in den Garten? Je. Will man uns denn sehen? Hat man uns eingeladen? Okay. Here goes. Einmal tief durchatmen. Well, in that case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Stay here for a second. So, an entire year and late.
Yeah, I'm sorry, Nate. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm-hmm. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, do I get a hug? Wow. You are big. So, hey, what do you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. You and Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh? Also wenn ich mir so die... Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. We all did. Wenn ich mir so die Witterungsbedingungen hier angucke, fange ich an zu schwitzen, wenn ich ihn sehe. Es wirkt so, als wären wir so dick eingepackt. Bei so einem schönen Wetter. Aber das sind ja alle seine Klamotten. Also nicht so, dass ich jetzt ein Sommeroutfit oder sowas hätte für ihn. Warum guckt er die ganze Zeit auf sein Handy? Wenn er läuft. Brauchst du ein Navi, um an die Tür zu kommen? You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. So. Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. In Behandlung wie ein PDBS. Posttraumatische Belastungsstörung. Er ist ein Fünftklässler. Oh, really? No, don't let me interrupt you. Sie ist Eventplanerin und sie macht was in einem Chor. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? I don't know what's so entertaining. Nicole Pierce. The police won't find it very funny at all. Fortschritte. Jackson hat immer noch Probleme damit zu sprechen, aber wir dürfen ihn nicht drängen. I'm gonna give you some advice. Are you listening? Go outside. Meet people. Get a life and stop calling me. What did you say? Kann ich denn so Sachen auf meinem Telefon nachgucken? Listen, the police can trace this call. Ach so. Oh, nice.
nice. You don't scare me. Wegwerftelefone. You're sick. Maurice hat überall in der Stadt Wegwerftelefone hinterlassen. How do you know that? Finden Sie alle 8 Telefone, um ein Audiolog von Maurice zu gelangen. Oh, nice, nice. You don't scare me. Sie können Aufschluss über seine nice. Seine Motive und Hintergründe geben. Im Fortschrittsgrad sehen Sie, wie viele seiner Wegwerftelefone Sie bereits gefunden haben. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, in einem Spiel gesiezt zu werden, wenn ich ehrlich bin. Nebenmission, Verbrechenserkennung. Ah, okay. Aber haben wir... Zufällig. Oh, nice, nice. You don't scare me. Hier sind die Audiologs. Song Sneak. Oh, nice, nice. You don't scare me. That's disgusting. You're sick. Oh, nice, nice. You don't scare me. Nee, dann müsst ihr es leider später nachgucken. Ja, das, mir geht das nämlich jetzt gerade mit ihrem Nice Nice, geht mir gerade echt auf den Sack. How do you know that? How do you know that? I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Better go. Yeah, I think that's a good idea. Grown man making crank calls. Let's see how safe you feel when I trace your call. There you are. Damn it. He's on the move. Oops. Oh, man. I've been afraid of this. Threats to my family. Again. Entschuldigung. Wo bin ich und wo muss ich hin? Boah. Oder muss ich den genauen Weg? Oh, schon wieder Autos. Ich ein Auto. Automission, aber von der kann ich mich jetzt gerade, glaube ich, nicht drücken. Scheiße. Ha. Damn it. He's on the move. Ja, mit dem Auto wäre das jetzt schneller gegangen. Das Problem ist, dass ich nicht fahren kann, weshalb es vermutlich dreimal so lange gedauert hätte. Weil ich versehentlich aus dem Auto ausgestiegen bin. Mal wieder.
Keine Ahnung, warum ich es mache. Ich fühle mich getriggert, wenn ich einen Trigger drücken soll. Du bist so ein Idiot, ne? Ich wollte was callen. Just to make a crank call. Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said. And her kid. This feels wrong. That's the point. Look out, look out! Someone paid this asshole to harass Nikki. Who would pay for something like that? Der bewegt tatsächlich die Lippen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay. Well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait. What am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay. If I can hack CTOS inside the Loop, then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Ich mag seine... sein Stimmeffekt, muss ich sagen, von dem... Freund, den wir da haben. Sag mal! These guys will be geared up and wired for action. But I'll be ready. Hier wetten, Spiel, Cash Run, Spiel, schalte interessante Orte frei. Interessante Orte klingt interessant. Verbrechen erkannt? Was? Mist. Mist. Oder ist es das da? Ah. Ich versuche vorsichtig zu fahren. Bis ich da so ein bisschen das ein bisschen besser hinkriege. Oh, Steuerung. Stehen Täter.
Das Zeug geht manchmal so schnell weg. Ich habe das Zeug aus dem Labor besorgt. Yeah, baby. Nur ein Problem, die haben mich erwischt. Was? Ich konnte es noch irgendwo deponieren, die können mir nichts beweisen. Aber die suchen jetzt nach der Tasche. Wo ist sie? Interessantes Objekt. Das war nicht das, was ich dachte, was es ist. Hat nur begrenzten Internetzugriff. Leute haben alle so wenig auf ihrem Konto drauf. Ehrenamtlicher Obdachloser? Ach nein, er hilft ehrenamtliche Obdachlosen. Entschuldigung. Er hilft ehrenamtlichen Obdachlosen. Ich wollte nicht einsteigen. Bitte wieder aussteigen. Komme ich denn da hoch? Also manchmal kann ich auf der Beifahrerseite einsteigen. Ist bei dem Grünen, wo ich davor gestanden habe. Da ging das nicht. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade eben war. Huch! Wow, 2748. Expertin für Mittelalter. Hat vor kurzem einen... Keine Ahnung, was das sein soll, angezeigt. Geld. Entschuldigung. Die Steuerung ist mein Problem. Danke. Der Nachfrage.
Sag mal. Kannst du jetzt vielleicht mal fahren, du Penner? Oh, falsche Richtung. Delivery job. I can do that. Clean plates and no damage. I'll hit the back alleys and shortcuts. Schaffen Sie sich das Fahrzeug. Wie? No damage. Ihr seid ja lustig. Ich drücke immer den falschen Knopf. Hey Baby, ich wollte dir nur sagen, du machst mich echt glücklich. Ach, du bist süß. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich hoffe, du verzeihst mir das, was ich jetzt gleich tun werde. Wovon redest du? Bist du noch da? Hallo? Schreib Drohbriefe. Thekenkraft. Gesucht wegen Fälschung. Halt. Wo ist sie? Da. Das wollte ich nicht. Was hat eine Polizeiakte? Was? Hm. Keine Ahnung. Notarin von Beruf Bodyguard, was? Huch, Entschuldigung. Mach doch nicht immer so ein Terz. Das hat so eine Flip-Flop-Lackierung. Gelb-Orange. Wo ist der Übergabepunkt? Wie, ich habe nur eine Minute. Weiß ich. Wartet mal. Ich weiß nicht, ob die das ernst meinen. Ich starte lieber mal neu. Er hat gesagt, ohne Kratzer. Oh. Jetzt, das ist sehr langweilig jetzt. Oh, schade. Ah! Du stehst mir doch im Weg. Was war das? Was ist das? Ich möchte wirklich versuchen, das Ding ohne Kratzer dahin zu bringen. Wenn man es in der Zeit schafft, ist ein anderes Thema.
Ja. Ha, 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 ha. Ich hab da so ein bisschen meine Zweifel. Ich versuch mal, wie ernst er es gemeint hat mit dem ohne Kratzer. Okay. Ist das der einzige Weg dahin? Wartet mal. Ich kann mir nicht angucken. Da steht jetzt nur, beschaffen sich das Fahrzeug und dann bringen sie es. Ich brauche... Was ist denn das? Ich brauche das da, sonst kriege ich das Ding da nicht hin. Ich möchte es wirklich versuchen, ohne Kratzer. Ach so, ist noch gar nicht da. Schon mal eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Ein bisschen sputen. Oh. So viel zu meinem Vorhaben. Wir gucken jetzt erstmal, ob es überhaupt von der Zeit her machbar wäre für mich, das ohne Kratzer dahin zu kriegen. Oder vielleicht hat er das auch nur gesagt und ist eigentlich total irrelevant. Weiß ich noch nicht, wo ich hin muss. Ich bin am Übergabepunkt. Muss auf die andere Seite. Also die Automissionen werden echt noch ein Kraus werden, das sehe ich ja jetzt schon. Machen wir gleich nochmal. Das wird jetzt aber auch die letzte Mission sein, egal ob ich es jetzt schaffe oder nicht. Eigentlich nur eine kleine Aufnahmesession machen. Jetzt bin ich schon fast 3 Stunden dran, wovon ich eigentlich aber, glaube ich, alleine 1 Stunde an diesem Polizeiding da gehockt habe. Ich finde es interessant, wie random der Verkehr ist. Da kann man sich so gar nicht drauf einschießen, wie es denn aktuell ist. Ja, ja. Ah, das wird nix. War jetzt schon zu lang. Die ganzen Shenanigans, die ich hier veranstaltet habe.
Hoppala. Entschuldigung. Eigentlich auf die andere Straßenseite. Hoppala. Hä? Oh, nochmal. Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht, warum der jedes Mal hupt, wenn ich bremse. Oder warum jemand ständig hupt, wenn ich bremse. Es ist ja keiner hinter mir. Ah! Mist. Ich hätte auf die Karte gucken müssen. Entschuldigung. Ach, geht mir doch aus dem Weg. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es nochmal was kommt. Online-Rennen, ja, mit Sicherheit. Ah, aber ich kann hier gleich anfangen, das finde ich gut. Die Strecke ist nicht so schwer, sie ist mit vielen Geraden. Aber die Kurven, die dann kommen, obala, sind das Schwierige daran. Ich sollte die Finger von der Kamera lassen. Die dreht sich ja normalerweise automatisch mit dem Auto mit. Ach, was mache ich denn? Oh, hellblau. Das ist ein ganz anderes Auto. Ach, wir müssen mal ganz von vorne anfangen. Okay. Nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich würde sagen, es reicht fürs Erste. Ich habe mich genug zum Deppen gemacht für heute mit dem Autofahren. Und ich würde sagen, ich mache hier erstmal Feierabend und wir versuchen in der nächsten Aufnahmesession, ob ich dann vielleicht gelernt habe, wie man Auto fährt und ich meinen Führerschein zurecht habe, seit ich 18 bin. Bis dann.